Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video, einer neuen Mod-Vorstellung auf meinem Kanal für Transport Fever 2. Ja, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, denn heute möchte ich euch was zeigen, worauf sich wahrscheinlich schon viele von euch gefreut haben. Und zwar hat der gute Mai Yuen zum einen uns diesen schönen Bahnübergang hier gemoddet, den ihr hier seht. Den gibt es noch in einer anderen Ausführung für größere Straßen, den zeige ich euch gleich noch. Und zum anderen hat er ein Skript Mod gebastelt, was es jetzt anderen Moddern ermöglicht, ihre Bahnhöfe auch zu veröffentlichen, damit die auch im Spiel funktionieren. Und zwar hat er einen Skript-Mod gebaut, mit dem hier alle Bahnhöfe, Bahnübergänge, die es von Urban Games gibt. Und es gibt ja den für das europäische Szenario, dann gibt es den für das asiatische und den für das amerikanische. Diese werden jetzt alle drei, egal was ihr auswählt, ob europäisch, asiatisch oder amerikanisch, werden euch hier angezeigt. Wenn ihr auf den Bahnübergang klickt, seht ihr hier oben dann alle drei Varianten. Das hier ist der russische, das ist der amerikanische. Ja, der amerikanische ist dann, der hat halt das Kreuz oben und die Blinklichter dafür unten. Aber das ist jetzt nicht so ein großer Unterschied. Und durch diesen Skriptmod werden jetzt auch gemoddete Bahnübergänge hier angezeigt, wenn ihr auf den Bahnübergang klickt. Und das ist der Bahnübergang, den er uns gebastelt hat. Finde ich wirklich super klasse geworden. Auch hier die Schranke für die Fußgänger. Richtig, richtig cool. Die Andreaskreuze hier. Die Ampeln. Hier noch diese Geländer an den Seiten. Wirklich richtig cool geworden. Ihr braucht beide Mods, damit der Bahnübergang auch funktioniert und damit auch in Zukunft Bahnübergänge funktionieren von anderen Moddern. Beide Mods habe ich natürlich in die Videobeschreibung gepackt. Und dann könnt ihr euch das runterladen. Die Ladereihenfolge ist wohl laut MyUN egal. Das funktioniert also super. Bisher war es wohl so, wenn man einen gemoddeten Bahnübergang geladen hätte, es gibt ja glaube ich noch gar keine, das ist der erste, soweit ich weiß, zumindest ist mir nicht bekannt, dass es welche gibt, könnte mich da gerne eines Besseren belehren, dann wurden die hier nicht angezeigt. Durch diesen Skriptmod ist das jetzt möglich, also ich hoffe, dass es jetzt bald von anderen Moddern noch schöne Bahnübergänge gibt. Auch schön, erst wird die Ampel rot, dann gehen die Schranken runter. Klasse Sache. Schönes, schönes Teil. Okay. Dann zeige ich euch mal die zweite Variante. Wo bauen wir die mal hin? Bauen wir die einfach mal hier hin. Man hier eine große Straße nimmt, die extra große. Bauen die jetzt mal. Dann haben wir hier diese Variante. Mit den Ampeln noch hier oben. Und den Andreaskreuzen. Hier in der Mitte noch der Pfeil, auf welcher Seite man fahren soll. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Doppelt beschrankt auf beiden Seiten. Sehr schön. Auch nicht die gleiche Textur. Auf der Seite weiß mit roten Punkten und hier haben wir diese weiß-rot gestrichelte Textur. Also ich finde es wirklich klasse. Gerade diese kleinen Details hier mit den Nahkommkamera. Ah, gerade die kleinen Details hier noch mit den Geländern. Auch in der Mitte dieser Betonsockel quasi, wo die Schranke draufsteht. Das sieht schon cool aus. Also wenn man dagegen mal hier den anguckt. Ja, einfach eine 6, 7 Meter lange Schranke. Da finde ich das hier schon bedeutend schöner. Ups.
Ja, wie gesagt, Skriptmod runterladen und dann könnt ihr diesen Bahnübergang benutzen. Einfach aktivieren. Der macht es einfach nur möglich, dass alle Bahnübergänge auswählbar sind. Okay, das soll es schon gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich denke, es haben eine Menge Leute auf sowas gewartet, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe immer nur mit gemoddeten Bahnübergängen gespielt, weil der Standard sieht einfach nicht schön aus. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, viel Spaß. Macht's gut, ciao.